Folgende Ebene ist in Koordinatenform gegeben. X plus 2z minus 4 gleich 0. Interessant ist sicherlich die Anschauung, wie sieht es aus und die Parameterdarstellung dieser Ebene. Es kommt jetzt aufs Buch an, manche Bücher verwenden noch dieses Pfeilchen über die Ebene drüber, andere nicht. Ich bevorzuge jetzt mal, dieses Pfeilchen nicht mehr darzustellen. Was man hier sehen kann aus dieser Ebene schon jetzt herauslesen, die muss irgendwie parallel zur Y-Achse laufen, weil das Y taucht nicht auf. Was man jetzt an der Stelle nicht machen darf, ist dann zu behaupten, naja, dann setze ich Y doch gleich 0. Das wäre ein Fehler, denn ich brauche ja zwei linear unabhängige Vektoren, um eine Ebene zu erzeugen, einen Aufpunkt und zwei linear unabhängige Vektoren. Ich verweise bewusst auf diese externen Videos zur Ebenenlehre. Ich habe das aufgezeigt, wie man eine Ebene erzeugen kann, entweder durch drei gegebene Punkte, die nicht auf einer Geraden liegen, oder durch einen Punkt und zwei linear unabhängige Vektoren. Folglich, um diese Ebene in eine Parameterdarstellung zu überführen, muss ich Variablen setzen, also die Vielfachen von meinen Richtungsvektoren, wenn man so will. Ich setze y gleich t. Und ich nehme mir das z hier raus, z soll s sein. Jetzt löse ich diese Gleichung, also die meine Ebene beschreibt, nach x auf. Also, daraus folgt, x ist gleich minus 2, jetzt ist zs, das Vielfache von meinem Richtungsvektor in dieser Parameterdarstellung, also s, plus 4. So, folglich habe ich 1, 2, das sind meine Richtungsvektoren. Ich habe zum einen gewählt als Parameter t, also plus t und plus s. So, und einen Aufpunkt benötigen wir und dann können wir die Ebene in Parameterdarstellung erzeugen. Gut, aus dem hier unten lese ich raus, ich habe einen Anteil auf meinen Parameter s bezogen, in x, also setze ich hier minus 2 ein. Ich habe bezogen auf z einen Parameteranteil s, also setze ich bei z 1 ein. In y bezieht sich nichts auf meinen Parameter s, da kommt 0. Wie schaut es aus mit meinem Parameter t? Naja, t ist nur y und die anderen sind 0. 0, 1, 0. Der Aufpunkt, der hier gewählt werden kann, naja, da gibt es nur einen ohne Parameter, das ist der da hinten. Und der bezieht sich auf die Koordinate x, also 4, 0, 0. Das ist unsere Parameterdarstellung dieser Ebene, die in Koordinatenform vorliegt. Gut, wie sieht das Ding aus? Wenn ich mal von der Seite drauf schaue, ich sehe hier bei 4, 0, 0 ist ein sogenannter Durchstoßpunkt, wenn man so will. Ich habe hier meine x-Achse. Jetzt einen Punkt, der die Y-Achse symbolisiert, der piekst jetzt in mein Auge sozusagen und hier steht meine Z-Achse drauf. Also willkürlich gewählt 1, 2, 3, 4 bei 4, 0, 0 schneidet diese Ebene meine X-Achse. Das hier ist interessant. Jetzt wandere ich ab dem Aufpunkt hier, das ist ja mein Aufpunkt, zwei Einheiten nach hinten. Also 1, 2, 0 in y, aber eine nach oben, also bin ich hier. Folglich liegt meine Ebene in der Form drin. Das hier hinten gibt mir die Steigung, diese Kippung von dieser Ebene an. Und der hier hinten, der legt fest, dass sich diese Ebene jetzt praktisch in die Dimension y erstreckt, praktisch, das kann ich jetzt nicht sehen, außer ich stelle es anders dar. Und das machen wir jetzt auch an der Stelle, das finde ich sinnvoll. Ich habe meine Ebene in der Form. Und jetzt müssen wir überlegen, hier ist z, das sehe ich nicht. Oh, hoffentlich kriege ich das so hin. Das ist x. Und dann haben wir von der Seite hier hinten auf y geguckt. Genau, so liegt die drin. Und das ist hier der Durchstoßpunkt, 4, 0, 0. Und
Einen weiteren würde es geben hier oben, den können wir ja mal ermitteln. Hier aus dieser Gleichung raus, wenn ich hier 2 einsetze und hier 0, also 0 plus 2 mal 2 minus 4, dann ist die Gleichung erfüllt. Folglich ist der Durchstoßpunkt bei 0, 0, weil y sowieso 0 ist und 2 in z. Gut, dann haben wir das noch kurz ermittelt und wir gehen auf die Folgeseite zurück. Der hier oben, dieser Punkt, der ist bei 0, 0, 2, dieser Durchstoßpunkt. Und man sieht zur y-Achse parallel, da ist Luft dazwischen. Ne? Das erstreckt sich jetzt natürlich, hier gibt es eigentlich keine Grenze und hier gibt es eigentlich keine Grenze. Die Ebene erstreckt sich hier weiter, ne? In diese Unendlichkeit, wenn man so will. Gut, damit beende ich dann dieses Video.